Ja, liebe Leute, heute wieder am Start bei The Division 2, aber diesmal nur wieder zu zweit. Die junge Dame, die letztes Mal auch mit dabei war, die ist momentan im Urlaub. Das heißt, wir ziehen erst ein bisschen zu zweit weiter. Das heißt, die Ani und ich. Und ja, Rebby ist heute nicht am Start. Oder die nächste Zeit, wahrscheinlich die nächste Folge, je nachdem, wie viel wir jetzt noch aufnehmen. Gut, was haben wir denn als nächstes vor? Ich guck mal nach einer coolen Hauptmission. Was haben wir denn schönes? Haupteinsatz. Genau, das Air and Space Museum. Haben wir denn überhaupt irgendwo was hauptmäßig? Neuer Haupteinsatz. Jefferson Plaza, das haben wir gemacht. Mhm. Space Administration, das haben wir in der letzten Folge gemacht. Das war das mit den Satelliten. Genau. Hier ist noch was. Ich weiß nicht, wie viel Sie rein theoretisch ist die DC-62 Laborquarantäne für Stufe 23. Das ist dein Bereich. Oder was in der Nähe wäre, wäre das hier noch, auch Stufe 23, Wasserqueller Museum. Das ist quasi über uns. Aber auch eine Nebenmission nur. Für die nächsten Hauptmissionen musst du, glaube ich, die Siedlung oben links entdecken. Für Stufe 15, glaube ich. Die dir angezeigt wird. Neben dem weißen Haus oben links ist eine neue Siedlung, der Campus. Der Campus. Hier ist ein Wrack. Wir wollen hier nicht reparieren, sondern ausschlachten. Warte mal, ja, ich krieg so viele Zwischengespräche gerade von den links. Warte mal, ich muss gerade oben links. Ich habe Stufe 21, Stufe 21 bis 25. Ja, du gehst am weißen Haus vorbei, nach links, und hast du dort eine Siedlung. Der Campus, ja. Ja. Ich nehme an, dort kriegst du neue Hauptmissionen. Ist offiziell bei mir aber Level, ja gut, es ist Stufe 15, aber es ist Bereich Level 21. Ja, gut, aber offiziell auf Stufe 15 holbar halt. Also wie gesagt, nicht wundern, dass bei mir auch die Gegner ein bisschen was höher sind. Ihr müsst ihr Level beachten. Du bist jetzt, glaube ich, Level 23 mittlerweile, weil du privat zockst. Ich zocke dieses Spiel nämlich nicht privat tatsächlich. Ich spiele nur für die Aufnahme. So, ja gut, dann machen wir eine Schnellreise, würde ich sagen, zum feißen Haus und gehen dorthin. Mhm. Das wäre jetzt der Plan an der Sache. Dann machen wir das nämlich auch kurz. Also wir haben drei klingende Nebeneinsätze auf jeden Fall, die wir wahrscheinlich angehen können, zumindest ein bisschen hochleveln. Ich werde mich ein bisschen zurückhalten, was die Gegner betrifft. Also viel wird Andi wahrscheinlich hauptsächlich alleine machen, um ein bisschen mitzuziehen. Ich hoffe, dass ich relativ schnell irgendwo auch Richtung Level 20 bin. Und dann sieht das schon wieder ein bisschen was anders aus. So drei, vier Level also, drunter. Rebby hatte mich ja relativ schnell eingeholt, wo wir zusammen dann gespielt haben. Ja, gut, es geht. Ja gut, es geht am Anfang schneller. Es geht am Anfang tatsächlich schneller. Aber die ist ja jetzt auch schon Level 23, gestern schon. Ja, wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wo sie. Sie war, glaube ich, Level 16, wo wir mit der. Was ist Level? Ich glaube, Level 16, wo sie mit der Aufnahme gestartet haben. Oder da war sie zwischendurch. So. Gruppenerweiterung aktiviert. Ich habe das schon markiert, dann können wir uns auf den Weg machen, wenn du willst. Ja, können wir machen. Aber wir müssen hier erstmal durch, genau. Ja. Sagt er mir gerade als. Operationsbasis verbessert. Wir haben unglaubliche Fortschritte gemacht. Seit langem habe ich mich im Weißen Haus nicht mehr so sicher gefühlt. Der Keller wurde in eine Werkstatt umgewandelt, mit allem, was man zur Metallbearbeitung braucht. Damit können die Handwerker und Techniker neue Ausrüstung herstellen. Für die Agents stehen geborgene Waffen, Geräte und Werkzeuge bereit, um sie besser auszurüsten. Wir müssen bald mehr Leute einstellen, um unsere Waffenkammer zu organisieren. Das Shade-Netzwerk ist bald einsatzbereit. Hoffentlich können wir uns dann mit dem nationalen Netzwerk verbinden. Das Weiße Haus wird zu einer Art Leuchtfeuer der Hoffnung, statt zu einem Mahnmal, wie tief wir gefallen sind. So. Gut. Ja. Warte mal, ich muss gerade gucken, wo die... Okay. Ist manchmal nicht so einfach direkt zu sehen, die. Ja. Genau. Das Orange sticht im Dunkeln zwar gut heraus, aber auch wenn es hell ist, ist es immer so ein bisschen umsichtig. Gruppenerweiterung aktiv. Jetzt krieg ich ständig Nachrichten, Gruppenerweiterung aktiv. So, und falls ihr übrigens mal Lust habt und alles drum und dran. Ja, inaktiv. Falls ihr mal Lust habt, ihr seht, das Spiel, wir sind das Spiel.
Ich würde gerne mal ansetzen mit dem Satz. Falls ihr seht, auf jeden Fall, ihr seht ja, dass wir nur zu zweit spielen, teilweise zu dritt spielen. Also falls ihr das Spiel auch habt und irgendwie mal Bock, ihr sucht einen Trupp und wollt das nicht alleine spielen, dann könnt ihr euch gerne natürlich melden. Wir suchen immer noch ein bisschen Verstärkung im Team. Wir wollen im Idealfall mit dem Viererteam hier durchlaufen. So. Oder wir bräuchten auch noch ein paar Mitglieder von Clan. Kevin, du müsstest dann jetzt dann irgendwann auch annehmen können. Rappi ist da drin, du noch nicht. Ja, warte mal, das machen wir gerade mal kurz, bevor ich, den lassen wir die Gegner, oder, warte mal, kommen wir uns um die Gegner, das machen wir sofort, wenn wir hier jetzt gleich mit den Gegnern mal fertig sind. Weil dort muss man, glaube ich, 4 aktive Mitglieder haben, dass man dort halt ein bisschen ausbauen kann und so. Ja, machen wir gleich. Ist gerade schwierig. Sind ja dann trotzdem nur zu dritt, deswegen mache ich auch gleich einen Aufruf und dann drin. Ja, genau. Weil man Clan sucht, einfach hier ein bisschen zwischendurch, dann ein bisschen schwere Mission und so. Genau, nur für den. Hilfe! Das war zu viel. Ja. Ja, weil ich. Der ist gerade kräftig auf mir drauf, der Gegner. Dachte, da kommt was mit Messer. Dahinter ist noch was. Das ist eine scheiß Deckung, Moment. Ja, die ist nicht ohne. Ja, ich sag ja, das war einfach zu schnell vor mich vorgerannt. Das war. Bisschen sinnfrei. Aber du hast, glaube ich, doch was im Hintergrund, im Rücken. Nee, im Rücken sollte nicht sein, laut dem Korb. Rest von mir ist einfach. Weil ich sehe einfach gerade nur rot. Also die Deckung ist echt scheiße gerade. Ja, alles gut. Ist ja nur. Nicht weiter tragisch. Ich hol dich dann gleich, Moment. Ja, genau, wie gesagt, falls ihr noch einen Clan sucht, das macht die an. Jetzt können sie auch bei mir, könnt ihr auch tatsächlich nicht nur mir schreiben, auch ihr, weil jetzt habe ich auch dran gedacht, tatsächlich seit dieser Folge, die sie unter mal dem Video in den, in der Videobeschreibung zu verlinken. Das heißt, ihr braucht nur auf ihren Kanal zu gehen und sie einfach mal anzusprechen, das ist, oder anzuschreiben, das ist kein Problem. Kriegen wir schon irgendwie hin. Einfach bei mir und das Video kommentieren. Wie gesagt, im Idealfall wollen wir hier mit dem Vierertrupp antreten, durchweg antreten. Ich habe zwar eventuell noch jemanden in der Hinterhand, aber der hat das Spiel momentan noch nicht. Den kennt man nämlich aus dem ersten Teil. So, genau, Gegner. Ich habe den Levi nämlich tatsächlich mal angeschrieben, ob der Bock hat, aber der hat das Spiel noch nicht, weil der momentan ja alle Dinge um die Ohren hat. Gut. Ja, genau. Wir wollten das gerade machen mit dem Clan. Clan verfügbar im Moment. Clan, Posteingang. Ja. Willkommen in ihrem Clan. Jetzt passt es. So. Genau. So. Und das hat mir kurz mal 3000 Erfahrungspunkte gebracht. Schön. Genau, das wollten wir eben ganz gemacht haben. Dieses Kürzel da unten. Ist auch tatsächlich das Kürzel eigentlich unserer Formel 1 Liga. Tatsächlich. Genau, jetzt habe ich sogar noch so eine Trophäe bekommen. Die seht ihr natürlich dann im Video nicht. Also diese Einblendung. Vorn hat wieder was Rotes. Ja. Gepasst. Ja. Weil ich muss mich jetzt wieder umgewöhnen, tatsächlich auf eine andere Dings. Ich habe den ganzen Tag nämlich Uncharted gezockt heute. Und da war nämlich die mit Kreis sich in Deckung begeben. Und hier ist es ja mit X. Das ist aber so ungewohnt. Bei Assassin's Creed hast du dann auch noch mal die komplett andere Steuerung. Würde ich auch noch zwischendurch mal gern. Guck mal, jetzt ist dein Namenszug. Jetzt ist dein Namenszug tatsächlich nicht in Blau, sondern in Gelb angezeigt. Dein Rauch. Fällt optisch ein bisschen besser auf oder hervor, sticht mir hervor. Ich hatte tatsächlich, also müsste ich doch mal in unserer Ligagruppe fragen, ob da vielleicht noch mal jemand noch dazukommen will. Sind noch ein paar neue dazu, vielleicht hat der ein oder andere. Und selbst Neulinge sind willkommen. Also wir kriegen teilweise auch Neulinge noch mitgezogen. Sieht man ja zum Beispiel jetzt an mir, ich bin wie gesagt immer noch 9 Level unter Ani. Selber Achtung. Ja, sehe ich gerade.
links von uns ist auch was. Ja, gelb ist weg. Da ist noch irgendwo was, aber mein... Hier muss hinter dem komischen Blumenkasten noch was sein. Was Violettes. So. Hi. Hat er gerade die ganze Zeit was auf mich geschossen? Oder was war das gerade? Naja. Gut. Ich wollte eigentlich genau den gelben noch looten. Ja, eigentlich wieder. Das ist halt genau das, was ich meine. Wir wollten immer zur Hauptmission und da kommt immer mal wieder was dazwischen. Aber das ist dann manchmal einfach so. Wir haben nicht noch 100 Meter jetzt bis zu... Ja, genau, wir sind fast da. Naja, Henry Hayes muss ich noch sprechen, weil dann gibt es wahrscheinlich auch neue Hauptmissionen, weil wir haben momentan nur Nebeneinsätze. Ansonsten fahren wir mit ein paar Nebeneinsätzen mein Level zumindest ein bisschen was hoch. Ihr seht, die Gegner sind auf Level 22 angepasst. Also gibt immer so kleine Mittel. Aber du ja auch. Ja, das ist das Gute zum Beispiel. Normalerweise, früher gab es halt, beim ersten Tag gab es immer so ein Mittelding. Von den Gegnern. So, genau. Clan beigetreten, das habe ich ja schon eben gerade gemacht. Verdienen Sie Clan-EP allein oder als Gruppe Aktivitäten abschließen, bringen Sie Ihren Clan voran und schalten Sie neue Belohnungen und Vorteile frei. Bilden Sie mit anderen Clan-Mitgliedern Gruppen, entschließen Sie Clan-Projekte gemeinsam ab und verbessern Sie den wöchentlichen Behälter, um das Maximum an Belohnungen zu erhalten. Und chatten Sie mit Ihrem Clan über Nachrichten im Aktivitätenfeed oder treten Sie über Sprachkanäle Übersicht bei. Gut, wir sind meistens in einer Party, daher... ist der letzte Punkt eigentlich zu ignorieren. So. Aber es gibt ja Clans hier wahrscheinlich auch groß, die sind dann, keine Ahnung, 20.000 Mitglieder oder so. Oder jetzt übertrieben. Vielleicht ist das ein bisschen schwierig mit Partys. So, die Campus-Siedlung. So, dann quatschen wir jetzt nochmal eben schnell mit dem Henry. Ja, der müsste jetzt hier irgendwo. Da hinten ist er. Oder? Da, wo du stehst. Genau. Henry treffen. Wir halten kaum noch durch. Es ist schwer, die Leute um ihr Leben kämpfen zu lassen, wenn ihr Leben nicht lebenswert ist. Schön, Sie zu treffen. Henry Hayes. Hören Sie, ich verstehe das, Henry. Aber wir haben unsere eigenen Probleme. Ziemlich große Probleme. Wir können helfen. Sie brauchen doch Leute. Sie sagen immer, dass Sie keine entbehren können. Im Moment nicht, aber wenn Sie uns ein bisschen entlasten könnten... Wir tun schon alles, was wir können. Wirklich? Denn vor diesen Mauern lauert das Verderben. Wenn wir unsere Deckung runternehmen, ist es aus! Das alles. Was immer Sie da draußen machen. Hier drin merkt man nichts. Tja, Sheriff. Hoffe, Sie sind bereit für etwas extra Arbeit. So. Neue Einsätze. Bankhauptquartier, DCD-Hauptquartier, Lincoln Memorial und... Putter mal gewendet. Also vier neue Haupteinsätze haben wir gekriegt. Genau. So, du wolltest noch was ansetzen, genau. Ich glaube, sind wir immer die Bösen, wenn wir in so einer Siedlung ankommen, ne? Mods, Mods, Mods. Ist so, die sollen sich auch mal, können wir froh sein, dass es überhaupt Agenten gibt oder Division-Agenten gibt, die zumindest mal was versuchen, die wenigstens mal was tun. Man hätte auch das ganze Ding einfach, ja, seinem Schicksal überlassen können. Bin du so aufgefallen, irgendwie. Naja, wie gesagt, soll er selber seinen Arsch bewegen und das machen. So. Ich muss mal gerade ganz kurz, bevor wir jetzt hier weitermachen, ja, mein Kabel ziehen für Controller zum Laden. Ja, ich habe nur noch einen Balken oder so. Ja, passt. Genau, was wollen wir denn machen überhaupt? Wir haben die Bank, weil die ist gerade automatisch angewählt. Gut, dann machen wir die Bank.
Dann machen wir ein bisschen die Bank. So. Ich denke, wir werden jetzt gleich auch über die Spielersuche noch zwei Random-Spieler zu suchen. Genau, das wollen wir nämlich auch verhindern. Gut, der Vorteil ist, dass man hier die Randoms tatsächlich gebrauchen kann. Das ist in vielen Spielen tatsächlich auch, ja, in Rainbow Six sehr oft erlebt, dass man die Randys einfach seltenst gebrauchen kann. Aber hier machen sie tatsächlich komplett mit. Ich hab World of Warcraft ist auch immer schwierig mit Randoms. Ja, und genau das. Also nichts jetzt gegen irgendwelche Leute, die jetzt durch Zufall dazukommen, aber wir wollen halt schon gerne im Idealfall unseren eigenen Trupp am Start haben. Das sind wieder Gegner irgendwo. Man spricht sich halt dann nicht ab mit, normalerweise mit Randoms und dann ja, hat einer eine andere Idee als du und dann wird schon schwer. Oh, hier sind Gegner. Ich mach dich platt, Arschloch. Oh, Moment. Hier steht noch Sperrmüll rum. Ist wieder alles rot. Achtung, ich höre irgendwo einen Granatenplopp. Ja, hier hinten ist es. Ist schon weg, alles. Aber da sind noch mehr irgendwo vorne. Geradezu die Straße runter ist noch einer, Minimum. Das Rote ist was Violettes, da ist noch was. Der öffentliche Rennrichtung. Willst du die machen? Die Frage ist, wie lange dauert die Hauptmission? Weil ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, wir haben eine Viertelstunde schon gemacht und ich will höchstens auch eine Viertelstunde machen. Ach komm, dann machen wir die Hinrichtung, machen wir die Hauptmission in der nächsten Folge, weil ich ehrlich bin, das ist sonst einfach zu lang. Können wir die schaffen? Nein, die Geisel ist schon tot. Gesundheit der Geisel ist kritisch. Hör mal. Aua! Hier vor mir ist ein Gegner direkt. Was Gelbes. Pass auf, Hammer, steckt aus. Okay. Ja, ein Schlag. Ja, hab ich gemerkt. Der hat ein paar versteckte Aggressionen. Ja, komm, töte. Arschloch. Oder? Ja, aber ich bin sehr ungünstig gestanden da. Mhm. Ich habe ihn tatsächlich nicht so stark miterlebt. Gut, dann hat sich das mit der Hinrichtung, glaube ich, auch fast erledigt. Ja, erledigt gleich. Ich habe nicht gesehen, dass du ein Hammer-Typ bist. Ja. So, dann gehen wir da mal hin. Ja, ich denke, zwischen 25 und 30 Minuten sollte eigentlich eine vernünftige Zeit sein pro Folge, weil sonst guckt sich das auch keiner an. Sonst bleibt auch keiner dran. Obwohl, tatsächlich, das Spiel tatsächlich bei mir auf dem Kanal sehr gut ankommt, muss ich sagen. Die Aufrufe sind in Ordnung von den Zahlen, ja. Könnten mehr sein, natürlich, klar, aber könnte auch schlechter sein. So. Auf ein neues. Ja, es passiert. Da ist jemand müde im Hintergrund. Ja. Ist aber normal. Mag auch ein bisschen. Wieder 2 Stunden beim Zahnarzt zurück. Macht auch müde. Na gut, ich bin auch seit 5 Uhr wach. Bei mir ist das auch jetzt. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit wach. Gut, ich hatte heute einen kurzen Tag, deswegen konnte ich halt auch viel aufnehmen. Ich habe halt, wie gesagt, fast 6 Stunden noch Uncharted gemacht heute. Das Spiel durchgezogen. Aber weil es halt auch einfach ein geiles Spiel ist, definitiv. Die Story ist einfach geil packen. Weil man relativ schnell mit den Folgen am Ende und alles so, dachte ich mir, Alter, wo ist die Zeit geblieben? Also wieder 20 Minuten dran, da mal wieder. Wenn einer die Story packt, dann ziehst du sowas auch gerne mal durch komplett. Die Story jetzt hier im Division packt mich lustigerweise weniger als noch bei Teil 1. Ja gut, die Frage ist, wie entwickelt sich das Ganze hier noch, ne? Wir sind ja eigentlich. Ja gut, du bist halt ein bisschen weiter schon, ne? Aber. Ich weiß eigentlich, wie sich das Ganze entwickelt, aber sag nichts. Das hast du in der Beta im Endgame schon mitbekommen. Ja gut, ich habe die Beta teilweise. Ich habe die Beta nicht lange gemacht, deswegen habe ich mir nicht viel gespoilert. So, warte mal. Ich muss einen Punkt neu setzen. Ich glaube, ich muss einen Punkt neu setzen. Eine Überläuferin der Hyänen hat uns berichtet, dass sie im
Wrack der Air Force One etwas gefunden haben. Sie haben es in einem Tresor im Bankhauptquartier. Wenn Sie für etwas so viel Ärger auf sich nehmen, muss es wichtig sein. Gut, dann gucken wir mal, dass wir direkt relativ schnell noch ein paar Leute finden. Sie müssen da rein, die Codes besorgen, den Tresor und das Ziel gut herausholen. Du sagst ja sogar 6 Meter. Also wir entfernen uns quasi laut der Anzeige mehr, als dass wir... Du bist schon drin, ne? Besorgen Sie die Verschlüsselungscodes für den Tresorraum. Wir brauchen das, was aus der Air Force One gestohlen wurde. Warte laut mal. Unserer Hyena-Informantin besitzt die im Büro des alten CEO stationierte Person diese Verschlüsselungscodes. Ja, komm. Versuchen wir es. Wir können ja immer noch Leute suchen, auch in der Mission, glaube ich, noch. Wenn ich es richtig... doch. War richtig. Hier rein, oder was? Ja. Bitte. Wir können ja gleich beim ersten Tod, kann ich mal neue Leute suchen. Okay, einer wirft mit Granaten um sich. Das Spielchen können wir genauso spielen. Na gut, wir haben heute deutlich weniger Gegner, wenn man zu zweit spielt, als wenn man zu viert dann spielt oder zu dritt. Das passt sich immer ein bisschen an die Truppstärke an. Aber ich meine, wir haben das gestern teilweise wirklich in der Aufnahme auch gemerkt, dass es tatsächlich mit 3 Leuten oder wahrscheinlich dann später mit 4 deutlich sehr anstrengend ist mit dem Absprechen. Weil immer jeder irgendwie noch was dazu sagen möchte und alles drum und drin. Aber es macht halt mehr Laune dann zu viert. Weil den ersten Teil haben wir ja zu viert durchgezogen. Da oben ist ein Geschütz irgendwo noch. Ah, hier komme ich nicht hoch, okay. Lade nach! Decke deinen Arsch! Hier. Alter, wo kommt der denn her? Warte auf, Mila kommt runter. Ja, du bist doch voll in die Flammen gesprungen, Kollege. Granaten-Heini noch runtergeschimpft, der ist jetzt irgendwo oben. Und oben rechts, ach, da oben rechts ist auch noch einer. Oder die kommt die Treppe runter bei dir. Aua. 2 Leute. Bist du noch da? Ja. Okay. Hätte sein können, dass wieder irgendwie ein Nat-Typ war. Weil gestern waren nämlich auf einmal die beiden nämlich auch auf einmal ein Nat-Typ weg. Ich bin jetzt halt bei dir. Dankeschön. Ah, ich habe das blöde Gefühl, dass wir tatsächlich genau während der Mission einen Cut machen müssen. Einen kleinen. So, wir sind jetzt bei 25 Minuten. Warte mal, dann machen wir den Cut hier. Weil jetzt haben wir gerade keine Gegner. Dann machen wir einen kleinen Cut hier rein, mal gerade kurz. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, also dann morgen um 16 Uhr und dann geht's weiter mit dem letzten Teil dieser Mission. Tschüss.